Okay. Herzlich willkommen zur Übersetzung zum Talk über die Cyborg Foundation von Mo. Die Cyborg Foundation wurde 2017 in Barcelona gegründet. Bitte begrüßt die Speakerin auf der Bühne. Hi, is this working? Hola. Okay. Hallo. Hello. Do you hear me well? Hört ihr mich gut? Yes. Okay. Thank you. So, okay. They said, my name is Mo. Wie gerade gesagt wurde, ich heiße Mo. Ich arbeite in der Cyborg Foundation Labs und das ist das, worüber ich heute sprechen werde. Es ist länger her, dass ich darüber gesprochen habe und ich habe nicht super viel geschlafen, also bitte seid großzügig mit mir. Also ich werde über CFL sprechen und die Geschichte davon und ich werde kurz über die Geschichte sprechen und dann werde ich darüber sprechen, was wir aktuell tun. Am Anfang der Cyborg Foundation haben diese beiden Künstlerinnen die Cyborg Foundation gegründet, Neil Harbison und Moon Ribas. Die beiden werden von den Medien als die ersten Cyborg-Künstlerinnen und Künstler benannt. Und die Foundation ist eine Foundation, die sich darum kümmert, dass Cyborgismus als Kunstrichtung wahrgenommen wird. Neil Harbison ist farbenblind und sieht nur Graustufen und hat deswegen ein Implantat von einer Antenne sich implantieren lassen und über diese Antenne werden Farben als Frequenzen wahrgenommen und die Vibrationen von der Antenne kann er hören. So, wenn er ein F hört, das ist die Farbe Rot zum Beispiel. Später, also heute, hat er entschieden, sich eine Art Krone bekommen. Was ist ein Sensor, den wir gerade aktuell entwickeln? Is very interesting. Es heißt, es geht um einen Zeitsensor. Hier auf der linken Seite könnt ihr das Board sehen, das wir entwickelt haben. Dass der Zeitsensor, diese Krone zu sehen, das towards the sun registriert die Bewegung der Erde im Verhältnis zu sich selbst und an verschiedenen Stellen gibt es Temperatur ab, Hitze ab, abhängig davon, wo die Sonne sich aufhält. Also wenn zum Beispiel hier auf der Stirn die Hitze abgegeben wird, dann ist es 12 Uhr Mittag in London. Mit Arduino gibt es zu viele Anschlüsse und zu viele Pins und die Spannung ist zu stark und deswegen ist es zu hart, um das zu starten. Deswegen haben wir mit einem anderen mit einer anderen Hardware gearbeitet, mit einem Mikrocontroller, WS2811, was für RGB-LEDs verwendet wird. Und da haben wir 12 von diesen Resistoren. Und was daran so interessant ist, ist, dass Neil Harbison seine Idee hier ist, wir haben Augen darüber haben wir eine optische Wahrnehmung und optische Illusionen. Und wenn unser Gehirn dazu in der Lage ist, das Zeit zu fühlen über diesen Sensor, dann können wir das Gefühl von, diese Illusion von Zeit tatsächlich fühlen. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, es ist schwierig für mich das zu erklären, weil unser Gehirn, das ist sehr plastisch und es kann schwierig sein, wenn wir neue Sensoren, neue Sinne einbauen. Über diese Hitzesensoren können wir ein Gefühl von Zeit
über diesen Sensor in das Gehirn, unser Gehirn einbauen. Und seine Idee ist es, über dieses Zeitgefühl, was über den Sensor angebracht wird, kann er sein Alter seine Alterung verlangsamen. Der andere Cyborg, Moon Ribas, hat Bewegungssensoren an ihren Füßen und das ist über Bluetooth mit ihrem Handy verbunden und kann Bewegungen, seismische Bewegungen wahrnehmen und mit dieser großen Trommel kann sie die Erdbeben wiedergeben von 1880 bis heute. Und vor 2 Monaten hat sie aufgehört, diese Sensoren zu tragen. Und was interessant ist, wie ich gerade gesagt habe, unser Gehirn ist sehr plastisch. Und sie hat für diese Sensoren für eine sehr lange Zeit getragen. Und jetzt kann ihr Gehirn diese Bewegungen reproduzieren. Und das ist, was wir einen Geister-Cyborg nennen, weil sie diese Sensoren nicht mehr tragt, aber sie immer noch diese Bewegungen spüren kann. Ein anderes System, was wir haben, ist das transzendale Button and a mini vibrator. Wir haben da so einzelne Teile, die man in den Zahn einbauen kann und via Morse-Code. Also man kann halt morsen, indem man die Zähne zusammendrückt. Die tragen das im Moment nicht mehr, aber sie haben es einige Jahre benutzt und es war auch sehr abgefahren. Später, nach 2017, kam halt ins Projekt und wir haben das Transspecies Society genannt. Es ist das Gleiche, aber es hat nur einen anderen Namen. Deshalb werde ich da jetzt nicht viel drüber reden. Und auf der rechten Seite nimmt man Manuel Munoz, das ist ein anderer Cyborg-Artist. Der hat einen barometrischen Sensor, der Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst. Das wurde erst dafür genutzt, um Vibrationen zu produzieren. Die wurden dann über den Kopf übertragen. Man hat diesen Kreislauf des ganzen Systems und je nachdem, wie diese Parameter sich verändert haben, hat er Vibrationen an seinem Kopf gefühlt, entweder stärker oder etwas schwächer. Und dieses System wurde aber angepasst. Es gibt halt jetzt mittlerweile so einen Flash-Speicher in dem System, was so Blasengeräusche produziert. Also je nachdem, wie sich die Luftfeuchtigkeit verändert oder die Temperatur, gibt's halt dieses Bläschengeräusch in seinem Kopf. 2019 haben wir die Cyborg Foundation Labs gegründet. Das ist sozusagen so ein neuer Start für uns. Wir sitzen in Barcelona und wir wollen für nichtmenschliche Identitäten stehen, weil wir sind Techniker, Philosophen, Künstler, Designer und wir wollen diese Verbindung zwischen der Spezies, Maschinen und Organen so ein bisschen zu erweitern und wie wir das nutzen können. Und wir basieren unsere Experimente auf der Natur selbst. Und je nachdem, wie man so definiert, wir haben mit 5, 6 Sinne verschiedene. Wir gucken uns die Natur an, was die für bestimmte Sinne haben, die wir nicht kennen. Das hilft uns dabei, Innovationen voranzutreiben. Bisher habe ich nur über Künstler gesprochen. Ich sehe mich nicht wirklich als Künstler, ich sehe mich als Techniker. Und ich komme halt aus diesem Bereich. Die Techniker sind so der Kern unseres Systems und wir setzen halt diese ganzen Ideen um, die die Künstler haben. Wir haben Philosophen, die sich so ein bisschen über die Cyborg-Theorie kümmern. Und wir haben dann auch noch Leute, die sich um die ganzen Materialien kümmern. Das sind so die wichtigen Techniker, die es in unserem Projekt gibt. Felix Binario, das ist der Haupttechniker.
Developer. Das ist ein guter Entwickler auch. Er ist derjenige, der diese ganzen neuen Schaltkreise produziert. Die neuen Schaltkreise, die gibt es bisher noch gar nicht. Wir erfinden sie bisher nur. Wir nutzen die Materialien und die Schaltkreise, die wir bereits haben. Und wir nutzen sie auf für unsere Zwecke und wir bauen sie aber auch und verbessern sie auch. Wir haben Judith Perez, sie ist auch ein Designer und Techniker, so wie ich. Und dann gibt es noch mich, aber ich habe keine Website. Da gibt es noch die Philosophin, die Tatjana, und einen Designer, den Oriol. Und ich kann nicht über alle reden. Und sie haben sie auch nicht mit mir verbunden, aber ich möchte jetzt über ein Organ sprechen, das mit Strahlen arbeitet, aus dem Kosmos. Das halt so ein bisschen so diese kosmische Strahlung in der Atmosphäre abruft. Kosmische Strahlen sind Partikel, die auf die Atmosphäre der Erde treffen. And also to muons. And the thing is that we used a project from MIT. Wir haben unser Projekt vom MIT benutzt, das sie bereits designt haben. Ich weiß nicht, ob hier jemand vom MIT ist, aber da gab es sehr, sehr viele Fehler in diesem Schaltkreis. Wir nutzen dieses Projekt vom MIT, um die kosmische Strahlung zu erkennen. Man hat eine Zelle mit Oxiden, die in einer dunklen Kammer mit einem Scintillator, einem bestimmten Polymer enthalten sind. Und diese Partikel, die hüpfen da herum und die ändern die Geschwindigkeit der Muons. Und wir können dann einen Input an die Person geben, die diesen Sinn hat. In diesem Fall haben wir das Gleiche gemacht wie mit dem Drucksensor, wo man Frequenzen hört und Geräusche. And right now, ja, im Moment, we are, as I said before, bereits vorher gesagt here, habe, we are developing arbeiten wir a new way, because one of the most problems that we have, das größte Problem, was wir haben, sind unsere Sensoren. Mit unseren Sensoren haben sind halt Akkuprobleme. Die neuen Organe, die sollen euch das ganze Leben begleiten und nicht nur ein Jahr. Wie geht man mit Stromversorgung um? Das ist ein großes Problem. Deshalb arbeiten wir. Ich wollte ursprünglich einen Prototypen mitbringen, aber einige Materialien sind leider nicht angekommen, deswegen konnte ich es nicht mitbringen. Wir arbeiten am Seebeck-Effekt. Das ist der erste Prototyp, den wir davon entwickeln. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was der Seebeck-Effekt ist, aber das ist ein spezieller thermoelektrischer Effekt. Es überträgt Temperaturunterschiede in Volt und kann man auch in die Gegenrichtung machen. Das ist das Prototypendesign. Auf der Rückseite gibt es ein ganz normales Aluminium. Dann kann man Heatsink beispielsweise sehen und den Chip. Was man hat, sind zwei verschiedene Materialien. And the thing is that when they enter in contact with your skin, wenn die in den Kontakt mit der Haut kommen, if there is a difference of temperature, dass da einen Temperaturunterschied gibt, dann wird halt wird ein bisschen Spannung erzeugt. From 9 to 11 Celsius. Und braucht einen Unterschied zwischen 9 und 11 Grad. Lower, und wenn der Unterschied kleiner ist, dann wird nichts passieren. Wenn die Temperatur höher ist, dann wird es eine Batterie geben, dass wir die Energie auch speichern können und dass wir das auch nutzen können. Es ist immer noch ein Prototyp und wir arbeiten immer noch daran und wir versuchen herauszufinden, wie wir das gut laden können. Hier könnt ihr sehen, von der Bild von der Oberfläche, wo der Kontakt mit der Haut ist. Um das zum Ende möchte ich sagen, dass unsere Erwartung für die Zukunft ist, dass wir eine Verbindung in beide Richtungen entwickeln, weil
Aktuell haben wir das Medium, also diese Wand, die Inputs generiert und diese, beziehungsweise die Welt. Also die Welt generiert Inputs und die nehmen wir über unsere Sinne wahr. Und das ist nur eine einfache Richtung. Also es gibt kein Hin und Zurück zwischen den Sensoren und uns. Und unsere Ideen für die Sensoren, für die Zukunft, ist eine, das sind beide Richtungen zu machen. Dass wir mit den Organen kommunizieren können und die Organe mit uns kommunizieren können. And I'm actually done. Also das ist dann tatsächlich das Ende meines Talks. Ich weiß nicht, ob ich einfach sehr schnell war. Und wir suchen Ingenieure und Ingenieurinnen, die mit uns in Barcelona arbeiten. Und wir können auch auf die Distanz arbeiten, aber wir sind sehr interessiert an der Kollaboration mit anderen Leuten, mit Technikern. Vor Ort wäre das super und ihr seid sehr willkommen, bei uns in unser Labor zu kommen und mit unserem Team in Kontakt zu treten. Vielen Dank. Oh, we have plenty of time. Wir haben noch viel Zeit übrig. Okay, so please prepare extremely long questions. Also bitte bereitet euch auf sehr lange Fragen, bereitet sehr lange Fragen vor. Es gibt ein Mikrofon hier im Saal. Wenn ihr eine Frage habt, über irgendwas diskutieren wollt, geht doch darüber und dann könnt ihr in das Mikrofon sprechen. Gibt es Fragen? Wir sind auch offen dafür, für Leute, die sich neue Sensoren implementieren lassen wollen. Kommt vorbei und sprecht, sprecht mich an, sprecht uns an. Hello, I'm over here. Hier, ich bin eine Frage von der Seite des Saals. Vielen Dank für den Talk. Ich bin sehr interessiert an dem Seebeck-Effekt-Prototypen, weil ich habe mir angeschaut, wie das aussieht mit Batterien innerhalb des Körpers. Habt ihr dazu was gemacht? Ja, wir haben ein paar implantierte Geräte, Sensoren, aber die Batterien, die wir haben, sind alle außerhalb des Körpers. Gibt es weitere Fragen? Ich habe eine Frage. Für den Seebeck-Effekt-Sensor oder für den Seebeck-Effekt, wie groß muss der Temperaturunterschied sein? Es müssen zwischen 6 und 9 Grad sein. Es hängt von der Körpertemperatur und der Außentemperatur ab, ob das funktioniert. Die Idee hier ist, dass wir ein System erzeugen, wo wir Solarzellen haben, wo wir ein System haben, das auch funktioniert, wenn es keine Sonne gibt, und dass wir eine Batterie haben, dass das die Energie speichert. Wie groß ist das Gerät, was du gerade gezeigt hast? Ich weiß es noch nicht, weil mein Freund ist derjenige, der das designt hat, diesen Prototyp, und ich habe es noch nicht gesehen. Also ich bin nicht sicher, wie groß dieser Prototyp dann tatsächlich ist. Okay, es gibt noch eine Frage. Kannst du noch mehr erzählen über die aktuellen Cyborgs, wie die mit den Batterien umgehen und mit dem Wiederaufladen umgehen, um mit den Geräten zu arbeiten und im Vergleich dazu mit den Geräten, die ihr gerade entwickelt? Also das Gerät, was wir gerade haben, das hat eine sehr geringe Energieverbrauch. Ich selber habe keine Sinne in mir installiert, deswegen kann ich nicht für die anderen sprechen. Ich müsste sie selber fragen, wie sie damit umgehen. Also das, soweit ich weiß, haben die im Batterien außerhalb, und das ist, warum ich darüber spreche, dass wir aktuell nur Geräte mit einem sehr geringen Energieverbrauch haben und eben entwickeln wollen, dass das besser wird. Falls hier jemand im Raum ein Signal Angel sein möchte, sprecht doch hinten mit der Person, da können wir auch Fragen aus dem Internet entgegennehmen. Hallo. Eine weitere Frage aus dem Publikum. Was mich interessiert, sind zwei eher langweilige Sachen.
Oh, yes. Die erste ist, wie findest du die, deine Arbeit? Ja, das ist ein Teil, über das ich nicht gesprochen habe. Aktuell versuchen wir, einen Weg zu finden, uns selbst zu finanzieren. Niemand von uns bekommt aktuell Geld. Wir machen das nur, weil wir die Arbeit lieben. Wie ich gesagt habe, haben wir ein bisschen Probleme zwischen den Künstlerinnen und Künstlern und den Technikerinnen und Technikern. Und ich wollte ein paar Sachen mitbringen, aber die Künstlerinnen waren alle so, nee, das ist zu gefährlich. Und ich war so, aber ich mache all die Arbeit und du lässt mich das nicht hierher bringen. Also was aktuell passiert, im September fangen wir an mit dem Labor, das wir dieses Jahr gestartet haben. Wie ich vorhin gezeigt habe, gibt es seit Jahren eher Künstlerinnen und Künstler, die das schon seit Jahren machen und die selber Talks geben auch. Und was jetzt passiert, ist, dass wir als Kollektiv, als Techniker, Philosophin und Künstlerin zusammenkommen und wir versuchen gerade eine Finanzierung zu finden. Also eine Finanzierung ist, dass wir einfach eine Finanzierung bekommen, die wir nicht zurückzahlen müssen, dass wir das zu Firmen, also dass wir unser Projekt an Firmen senden und die daran interessiert sind und uns dann eben Geld geben. Und was wir auch schauen, ist, dass wir Workshops geben und wir machen Partys, um unser Projekt zu finanzieren. Weil unser Problem ist, dass die Künstlerinnen und Künstler, die Leute, die eben neue Sinne haben wollen, implementiert haben wollen, wir wollen nicht, dass sie dafür bezahlen. Und deswegen arbeiten wir wie Verrückte. Und wir geben die Arbeit an andere Leute weiter. Und wir im Labor bekommen eben nichts zurück. Und das, die Sache hier ist, das letzte Mal, als ich mit den anderen gesprochen habe, ist, wir geben keine Sinne mehr raus, wir bilden nur noch Sinne für uns und wenn andere Leute das wollen, dann müssen sie dafür bezahlen. Also wir sind für eine offene Verteilung, also unsere Schema sind alle offen, andere Leute können die verwenden, aber wenn wir ein Gerät bauen, dann musst du dafür bezahlen. Das bringt mich zu meiner zweiten Frage, die ein bisschen damit in Verbindung steht. Ich habe angefangen, an einem elektronischen Implantat zu arbeiten. Hier gibt es andere Cyborgs, vielleicht kennst du sie. Und mein Ansatz war über die den akademischen Weg zu gehen. Und da haben wir versucht, Genehmigungen zu bekommen. Und das war quasi unmöglich. Hast du damit Erfahrungen, über den akademischen Weg zu gehen? Ich kenne mich damit nicht so richtig gut aus. Das ist eine interessante Frage. Wie ich vorhin gesagt habe, ich selber sehe mich nicht als Künstlerin, aber mit der Sache mit der Kunst ist, dass alles da irgendwie reinpasst. Also all die Künstlerinnen, über die ich vorhin gesprochen habe, die sich selbst als Cyborgs sehen, die nennen sich selbst Künstlerinnen und Künstler. Und das ist großartig, weil dann wirst du nicht so sehr hinterfragt, weil das als Art, als Kunst gesehen wird. Also der eine wollte eine Grenze im Flughafen überqueren, die Grenzkontrolle. Und an der Grenze haben sie gesagt, mit der Antenne kann er nicht durch die Grenze gehen. Und weil er auf dem Bild, auf seinem Pass, hatte er ein Bild ohne Antenne und dann hatte er aber natürlich die Antenne irgendwie an und dann gab es eine große Diskussion und dann am Ende gab es zum Glück ein Ergebnis, dass er die Grenze überqueren konnte, weil er als Cyborg anerkannt wurde. Und ein anderes Problem war, es gab ein Problem mit der Polizei und er war irgendwie auf der Straße und hat getrunken und dann hat die Polizei ihn irgendwie getroffen und die Antenne zerbrochen. Und ja, über das Akademische kann ich nicht viel sagen, weil das ist nicht mein Bereich. Ich bin mehr interessiert in den elektronischen Aspekten. Okay, no. The answer is no. All right. Third
First of all, thank you for your talk. Ja, danke für diesen großartigen Vortrag. Ich habe mich gefragt, normalerweise, wenn man nachts gut schlafen will, dann sollte man das Licht ausmachen, keine Geräusche haben. Es sollte nicht zu warm, nicht zu kalt sein. Weißt du, ob diese Leute, die Cyborgs sind, haben die so einen Ruhemodus für ihre Sensoren? Geht das irgendwie? Kann man das irgendwie abschalten, weil man kann das ja nicht kontrollieren, gerade wenn es um so kosmische Strahlung zum Beispiel geht. Die Leute machen, was sie wollen, ehrlich gesagt, aber was sie nicht machen, ist es abnehmen, weil die zu sehr darauf konzentriert sind. Aber Neil Harrison zum Beispiel, diese Antenne, er hat drei Freunde auf der Welt, die ihm Farben schicken dürfen, zum Beispiel wenn er schläft, dann wenn er dann träumt, dann kann er mit diesen Farben träumen, mit diesen Frequenzen. Man muss an diese Geräte denken als wie ein eigenes Organ. Man hat zwar Augen, aber man kann immer noch schlafen, aber die Ohren zum Beispiel, die kann man auch nicht schließen, wenn man schläft. Es sei denn, man tut irgendwie Ohrstöpsel rein. Dieses Organ funktioniert genauso. Es ist Teil deines Körpers. Und wenn du schläfst, wenn du wach bist, dieses Organ wird etwas tun. Wie ich bereits gesagt habe, der Kopf ist sehr plastisch. Der Kopf ist wie eine Skulptur. Man kann es modellieren. Man kann ihn modellieren und nach sechs Monaten, einem Jahr, dann gewöhnt sich auch das Gehirn daran, an diesen neuen Sinn. Und man fühlt es nicht mehr. Man fühlt es nicht, dass es nicht mehr deins ist, sondern es ist wirklich dein eigenes geworden. Wenn man schläft, sind eben die Ohren auch auf und dann kann man sie auch nicht abschalten. Das wäre letztlich das Gleiche. All right. Any other questions? Noch eine Frage irgendwo? If anything else you want to show? Möchtest du noch irgendwas anderes zeigen? Es ist ein Video, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Danke fürs Zuhören. Ihr seid sehr willkommen, zu unserem Labor zu kommen oder mit mir zu reden. Dankeschön.